Hallihallo, meine Lieben. Was war das denn? Willkommen zu einem neuen Vlog mit uns. Es ist Freitag. Wir haben die ganze Woche Homeschooling tapfer überstanden. Und ja, ihr seht schon, es ist super schönes, zwar kaltes, aber sonniges Wetter. Und schaut mal, wie viel Schnee wir haben. Unglaublich. Die Kinder haben noch nie so viel Schnee gesehen. In Berlin gab es 100 Pro, also in den letzten 10 Jahren, nicht so viel Schnee, wie es, ja, jetzt diese Woche geschneit hat. Unglaublich. Deswegen machen wir jetzt einen kleinen Ausflug. Wir suchen jetzt irgendwie einen schönen Platz, wo die Kinder eben schön irgendwo rodeln, Schlitten fahren, rodeln oder was auch immer können und ein bisschen die Sonne genießen. Und wir nehmen euch mit. Erstmal die Kuchen. Einfach so. Halt sie mal deine Handschuhe an. Ich? Ja, du. Boah, du hast aber ein cooles Teil, wa? Nicht, das hast du ja im Profischlitten. Mit leckerem Auto sogar. Wow. So, nimm mal deinen. Hier ist mein Schlitten. Diese Dinger sind so super, so einfach, aber mit denen rutscht man richtig. Haben wir ja letztes Mal schon. Also. Das ist dein Schlitten? Ja. Okay. Ich habe den Holzschlitten. Wo steht der Name? Hier. Da an der Seite, hier. Da steht Esma. Ich gehe hoch und rutsche wieder runter. Oh no. Ich traue mir. Oh no. Wer traut sich? Ich nicht. Wer traut sich? Ich traue nicht. Wer traut sich, diesen Berg runter zu rutschen? Aber, oh, nicht, guck mal, aber es ist schon ein bisschen gefährlich. Guck mal, wenn man dann jetzt hier runter. Ja, du musst schon lenken können dann. Wir gehen noch höher. Wollt ihr nicht lieber erstmal von hier einmal machen, um zu testen? Sarah, wollen wir mal zusammen? Ja. Ja, immer ruhig bleiben. Ach, ist gar nicht so schnell, Maryam. Guck mal, ist doch gar nicht so schlimm. Ja. Malik Musa, ist gar nicht so schlimm. Ja. Ich versuche mal mit Zehra zusammenzufahren. Komm. Okay, also hier ist der Startpunkt. Und dann geht's runter. Wie fühlst du dich gerade? Gut. Vor dem großen Start. Was denkst du? Wirst du das meistern, die Herausforderung? Ich glaube schon. Ja? Freust du dich drauf? Ja. Zeynep, wie ist dein Befinden? Was denkst du darüber? Das cool wird! Das wird cool, wa? Was denkst du, Esma? Gerade, bist du aufgeregt? Ja. Ja, wird das cool? Rana? Was sagst du? Moment! Hier, halt mal die Dinger!
Au. Oh, die Schanze. Guck mal, aber alle vier runtergefallen. Wer die am Karo oder krass? Aber alle vier. Und okay, Dennis. Sarah, komm her. So, Maddie macht ein paar, ein Reel wird es werden. Also schaut dann gern vorbei auf Instagram. Mal schauen, wie das wird. Und los. Das war zu weit hinten, glaube ich. Sie ist nicht gleich. Mach weiter vorne. Weiter vorne. So, warte. Heutiges Menü ist einmal türkische Linsensuppe, das ist die Vorspeise, dann haben wir hier Bandnudeln, so eine kurzen Bandnudeln und dazu gibt es Champignon-Brokkoli-Sahnesauce, so sieht das aus, lecker lecker, heute mal ein bisschen was Schnelles und noch ein Salat dazu mit Rucola, Tomate, Paprika, Gurke, Avocado. Rote Zwiebeln, dann habe ich hier noch im Ofen noch ein bisschen Lasagne von gestern und es ist auch noch ein bisschen Kartoffel, Rosenkohl ist auch von gestern, den futter ich auf und das gibt es heute zum Essen. So, willkommen zu Tag Nummer 2. Wie ihr seht, mashallah, wieder super Sonnenschein und weil es gestern so viel Spaß gemacht hat, machen wir natürlich heute die zweite Runde Rodeln. Wir haben nämlich einen super Berg da entdeckt. Ich hoffe, heute ist es nicht so voll. Gestern war es doch ganz schön voll. Aber ja, gestern ist uns auch ein Schlitten kaputt gegangen. Von dieser so, wir hatten ja so einen blauen aus Plastik. Der ist kaputt gegangen. Was hat Vater gemacht? Innerhalb von ein paar Minuten hat er über Kleinanzeigen jetzt einen neuen gekauft. Oh, den zeige ich euch mal. Der ist jetzt das große Problem, dass wir natürlich hoffen, dass sich die Kinder nicht darum streiten, ne? Wenn dann jetzt was Tolles, Besonderes ist, was ist, die Kinder fangen an, sich gleich darüber zu streiten, wer denn als erstes fahren darf. Deswegen, wo ist der? Wo ist der neue Schlitten? Ach, da ist er. Ja, der ist cool, ja. Aber da müssen wir gleich als Eltern die Regelung finden, zu sagen, dass sich jeder regelmäßig abwechselt, damit es kein Gestreite und Gezanke gibt, ne? Aber wir haben zwei Holzschlitten, ne? Und dann diese anderen, diese Plastikdinger, die ihr gesehen habt und jetzt das andere. Ich zeige das euch mal. Mein Mann sagt, weil es voll Dings ist, ne? Jetzt gerade, wie gesagt, in Berlin ist das ja echt Ausnahmezustand, dass wir wirklich so viel Schnee haben. Und was ist? Jeder verkauft jetzt Schlitten und so weiter, extrem überteuert, ne? Also diese Plastikdinger, die wir haben, die haben, was haben die gekostet? 5,99? Ja, und da gibt es welche, die verkaufen die tatsächlich für 50 Euro. Unglaublich, auch Schlitten und so ist jetzt gerade, ne? Weil kauft halt keiner, weil in Berlin ist halt so nie wirklich so ein Wetter, wo man das benutzen kann. Wir hatten zum Glück sowas. Zeig mal her, das Teil. Wie viel hast du dafür jetzt bezahlt? 20 Euro, ne? Ja, für 20 Euro ist super. Hast du gar eine Bremse? Du weißt, wie du längst so bremst? Ja, hier bremst du. Weißt, ja, wo die Bremse ist, ne? Es ist voll klein. Das ist die Bremse. Zweite Runde. Alle warm angezogen? Ich muss nochmal kontrollieren. Hat jeder Schal, Handschuhe? Ja. Lange Unterhosen drunter? Super. Dreifach-Fünffach-Hose. Aber du hast wieder keinen Schal. Ja. Wo ist dein Schal?
Hier. Wo ist dein Schal? Hier. Der ist dazu gewachsen. Es sind noch nur 5 Minuten Fahrt. Also bitte. Nee. Ja. Und das ist auch nicht deiner. Halt zu, Stan. Komm, bleib mal locker. So, Mama darf sich hier nicht hinpacken. So, wir gucken jetzt mal ein paar andere Hügel an. Ob wir noch bessere finden. Da geht's auch runter. Warte, hier ist genau die Rutsche. Oh, siehst du? Oh, danke. Danke, dass du mich festgehalten hast. Das ist total rutschig hier. Ah ja, das ist doch ganz gut. Nein. Ich gehe hier lang. Und ich gehe auch da lang. Oh. Oh, guck mal, wie schön die Aussicht ist. Ahmed, jetzt bin ich. Ja, ich fahre doch immer. Anne, Timo wollte ich da. Hast du 5 Stück denn? Ja, sie hat 5 Stück da drunter. Ja. Ess mal! Das macht aber wirklich keinen Sinn. Oh ja, das ist doch gut hier. Anne, ich will mit den Stücken. Anne, ich will mit denen fahren. Herr, das ist so cool. Hä? Ja, schau mal. Sehra, geh mal zur Seite, da waren Leute rutsch. Eine hoch. So, noch mal einmal vorbei hier. Ja. Nein, da ist nicht gut, da ist nur Schlamm, Anne. Hä? Das ist nur Erde da. Ah, schade. Aber die Aussicht ist nice. Schöner Wasser. Ja. Da geht's nicht runter. Aber die Aussicht ist cool. Oh, guck mal, eine Aussichtsplattform. Das ist ja nice. Schau mal, das sieht ja cool aus. Oh, wie heißt die schon? Was ist das? Ja. Dahin? Da hinten ist auch cool. Standort. Ja, super. Wir haben ein Kind verloren. Ganz toll. Wo habt ihr ihn denn das letzte Mal gesehen? Soll ich mal den Weg so sehen? Warte, wo ist Baba jetzt runtergegangen? Ja. Da lang? Ja. Achso, ja, hier ist unser Standort. Ja, wir waren alle gemeinsam hier. Ja, er ist hier hingegangen. Super. Ja, ein Kind ist weg. Hätte nicht gedacht, dass mir sowas mal passiert. Ist mir noch nie passiert. Und jetzt, wo die 12 sind, kann ja wohl nicht wahr sein. Naja, ich denke mal, weit kann er nicht kommen. Oder? Soll er die ganzen Berge absuchen. Fussel. So, Schreck überwunden, Kind ist gefunden. Oh, der Arme hat sich voll verlaufen. Der ist irgendwie Malibusser hinterher und dann hat er ihn nicht mehr gefunden und ist komplett woanders gelaufen. Ich sage aber gut, dass wir dich trotzdem noch gefunden haben, sonst wärst du ja ganz irgendwo noch verloren gegangen. Hm? Armes Kind, ey. Naja, guck mal. Haben wir erst mal ein Kind verloren. Nach 12 Jahren erst. Oder haben wir schon mal ein Kind verloren? Ja, wir haben doch immer Adem selber. Haben wir schon mal Adem verloren? Ja, Bus. Sag mal, ist immer Adem, den wir verlieren? So. Hä? Er ist dann alleine. Haben wir schon mal einen verloren? Ja, beim Bus. Ach so, ja, aber das war, da war ich ja nicht da dabei. Da ist er doch alleine nach Hause gekommen. Da waren wir aber nicht dabei. Ja, ja, stimmt. Ich stimmt. Hab noch nicht.
das war's von unserem Vlog. Spiel ruhig weiter, stört nicht. Wenn ihr mal ich muss auch spielen Minecraft. Neue Sucht. Ich weiß gar nicht, was die daran so toll finden. Keine Ahnung. Das war. Wann hat das angefangen mit Minecraft? Das ist eigentlich so von voll viele Jahre her, ne? 11. Und dann ist so ein bisschen der Hype so. Wie? Wie 11? 11 Jahre. Wie 11 Jahre? Gibt's schon Minecraft. 11 Jahre lang gibt's schon Minecraft. Ich glaub schon. Dein Ernst? Ja. Nein, aber wann habt ihr damit angefangen? So vor 3 Jahren oder so? Fing es an und dann hat es so voll nachgelassen, dann hat euch Minecraft nicht mehr interessiert und jetzt auf einmal ist wieder voll, vor allem die Große. Keine Ahnung, ihr könnt ja mal gerne schreiben, was eure Kinder so zocken. Was daran so toll ist, ich kenne nicht. Ich komme zwar aus der Zeit, wo mein Bruder, war das damals auch PlayStation? Ich glaube ja, oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall Tomb Raider und Resident Evil und so. Ich habe das geliebt, immer zuzugucken. Aber gut, ja, die hatten euch so ein bisschen mitgenommen. Wie ihr gesehen habt, wir haben das Wochenende echt genutzt. Ich habe sogar mit meinem Mann gesprochen, er meinte auch, dass die in den Nachrichten gesagt haben, also vor allem hier in Berlin, ich weiß nicht, wie es so in den anderen Städten aussieht oder Deutschland-Umgebung so, aber hier kannten, also die Kinder, also seit wir Kinder haben, ne, hatten wir nicht so einen Winter wie dieses Jahr. Also es war jetzt kurz, es ist jetzt vorbei, heute ist so der letzte Tag, dann ab morgen wird es jetzt wieder wärmer und fängt an zu regnen, das war's jetzt. Aber wir hatten schon voll die ganze Woche mega Schnee gehabt und Wochenende richtig schön mit Sonne. Also das haben wir echt genossen. Normalerweise ist ja, ne, in der Woche ist Homeschooling und am Wochenende nutze ich die Zeit für die Hausarbeit, die ja dann in der Woche leider liegen bleibt, weil ich so viel mit den Kindern beschäftigt bin. Ja, jetzt ist die Hausarbeit auch liegen geblieben, weil... Ja, wir haben das Wochenende genutzt, hatten wenigstens Spaß. Und ich hoffe, euch haben die kleinen Momente unseres Wochenendes gefallen. Wenn das der Fall war, dann lasst uns sehr gerne einen Daumen hoch da. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr sonst so von unserem Alltag gerne sehen wollt oder was für Laber-Talk-Videos euch noch interessieren. Dann filmen wir das sehr, sehr gerne für euch ab und freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dann!